Was passierte eigentlich mit Hermines Eltern nach dem zweiten Zaubererkrieg? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Zu Beginn von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 befand sich die Welt der Zauberer im Aufruhr. Die unmittelbare Bedrohung durch Voldemort und die Todesser bedeutete, dass nicht nur die Hexen und Zauberer in Gefahr waren, sondern auch die Muggel. Sie wussten, dass sich die Gefahr irgendwann ausweiten würde und über die Grenzen der Zaubererwelt hinausgehen würde. Zu diesem Zeitpunkt wusste Hermine Granger, dass sie eine schwierige Entscheidung treffen musste. Hermine war eine wichtige Figur im Kampf gegen Lord Voldemort und das machte sie natürlich auch zur Zielscheibe und damit auch ihre Familie. Und als die Dinge wirklich aus dem Ruder liefen, wurde ihr die vernichtende Erkenntnis zuteil, dass alles sich auf ihre Eltern auswirken würde. Dies veranlasste sie, Maßnahmen zu ergreifen. Im Grunde musste Hermine die Erinnerungen ihrer Eltern komplett löschen. Dies würde sie von ihr distanzieren und möglicherweise ihr Leben retten, da sie nicht in der Lage waren, Informationen über jemanden preiszugeben, den sie nie getroffen hatten. Um einen dramatischen Effekt zu erzielen, wird im Film diese Szene sehr in den Mittelpunkt gestellt, während sie im Buch nur am Rande erwähnt wird. Im Buch sagte Hermine zu Harry folgendes: "Ich habe auch die Erinnerungen meiner Eltern so verändert, dass sie davon überzeugt sind, dass sie Wendell und Monica Wilkins heißen und dass ihr Lebensziel ist, nach Australien zu ziehen, was sie jetzt auch getan haben. Das soll es Voldemort schwerer machen, sie aufzuspüren und sie über mich zu verhören. Oder über dich, denn leider habe ich ihnen eine Menge über dich erzählt." Hermines Handeln veranlasste das neue Paar, das als Monica und Wendell Wilkins bezeichnet wird, ihren Umzugswunsch in die Tat umzusetzen. Sie packten ihre Sachen und fuhren direkt nach Australien. Das geschah auch gerade zur rechten Zeit, denn das Haus von Hermines Eltern wurde von dem Todesser Corbin Yaxley aufgesucht, kurz nachdem sie abgereist waren. Wäre er erfolgreich gewesen, sie zu finden, wären die Todesser sicher schon in der Lage gewesen, das Leben von Hermines Eltern auszunutzen. Es ist also gut, dass Hermine so gehandelt hat. Wie wir aus dem, was Hermine zu Harry sagt, sehen können, scheint sie keinen bestimmten Zauberspruch zu erwähnen, den sie benutzt hat, oder darauf hinzuweisen, dass es sich um einen umkehrbaren Prozess handelt. Es ist offensichtlich traurig und sie will es nicht tun, aber es scheint nicht so, als hätte sie etwas getan, das sie nicht mehr rückgängig machen kann. Im Film ist es jedoch eine ziemlich dramatische Szene. Die Szene ist dunkel, düster, trostlos und frei von Glück. Hermines Mutter ruft sie zum Tee und als Hermine in die elterliche Wohnung kommt, sagt sie leise die Worte Obliviate und richtet ihren Zauberstab auf den Hinterkopf der beiden Eltern. Dadurch wird der Raum sofort von allem befreit, was mit Hermine zu tun hat, denn ihr Bild auf den Familienfotos verblasst und sie verschwindet von überall aus dem Zimmer ihrer Eltern. Sie verschwindet aus ihren Erinnerungen, als hätte es sie nie gegeben. Das wirft eine Reihe von Fragen auf. Erstens, hat Hermine jemals die Erinnerungen ihrer Eltern in Ordnung gebracht? Die Frage auf diese Antwort ist ein ganz klares Ja, und es wurde in den Büchern tatsächlich erwähnt, dass sie immer die Absicht hatte, sie zu finden und die Erinnerungen zu reparieren. Nachdem sie Harry erklärt hat, dass sie ihre Erinnerungen gelöscht hat, fügt sie Folgendes hinzu: "Vorausgesetzt, ich überlebe unsere Jagd nach den Horcruxen, werde ich Mom und Dad finden und ihre Verzauberung aufheben. Wenn nicht, nun, ich denke, ich habe einen guten Zauber gewirkt, der sie in Sicherheit bringt und glücklich lässt. Wendell und Monica Wilkins wissen nicht, dass sie eine Tochter haben. J.K. Rowling bestätigte in einem internen Chat auch, dass Hermine tatsächlich ihre Erinnerungen ihrer Eltern wiederhergestellt hat." J.K. Rowling wurde die genaue Frage gestellt: War Hermine in der Lage, ihre Eltern zu finden und den Gedächtnisschaden rückgängig zu machen? Worauf sie antwortete: Ja, sie hat sie sofort nach Hause gebracht. Okay, wir wissen also, dass ihre Erinnerungen zurückgekommen sind. Aber an dieser Stelle wird es auch ein wenig interessanter und bisschen schwieriger. Der undefinierte Zauberspruch, den Hermine in den Büchern benutzt, wird eindeutig beschrieben als etwas, das man wieder rückgängig machen kann. Aber in den Filmen hat sie Obliviate benutzt, was unumkehrbar ist. Dies ist einfach ein großes Versäumnis des Films, denn es steht im direkten Widerspruch zu dem Buch. J.K. Rowling sagt sogar in einem Interview Folgendes: "Es sind zwei verschiedene Reize. Sie hat nicht die Erinnerungen ihrer Eltern gelöscht, wie sie es später mit Dolohov und Roll tut. Sie hat ihre Eltern verhext, um sie glauben zu lassen, dass sie andere Menschen sind. Ich vermute, dass wir es einfach wieder mal auf die Unterschiede zwischen dem Buch und dem Film zurückführen können und dem Wunsch, den dramatischen Effekt zu erhöhen."
Ich glaube, dass der Erinnerungszauber, den Hermine benutzt hat, wahrscheinlich nie vollständig war. Hätte Voldemort wirklich Hermines Eltern finden wollen, hätte er sie leicht finden können. Er wäre in der Lage gewesen, die Verzauberung aufzuheben und herauszufinden, was er wissen wollte. Aber die Sache ist die, Hermine hat die Erinnerungen ihrer Eltern aus mehreren Gründen verändert. Nicht nur um sie zu beschützen, wie wir bereits erwähnt haben, sondern auch um ihre Eltern auf die Realität vorzubereiten, in der sie vielleicht nicht mehr existiert. Hermine weiß, dass sie sich in einer gefährlichen Situation befindet und dass sie sich auf ein sehr gefährliches Unterfangen einlässt. Sie weiß, dass sie sterben könnte und dadurch, dass sie die Erinnerungen ihrer Eltern an sie entfernt, kann sie sich besser auf ihre Aufgabe konzentrieren, da sie weiß, dass ihre Eltern sich nicht mit ihrem Tod auseinandersetzen müssen. Hermine hat das Beste getan, was sie für ihre Eltern tun konnte und ihre Tochter aus ihrem Leben entfernt, sodass sie sich nie damit befassen müssten, was mit ihr geschehen sei. Nachdem der zweite Zaubererkrieg zu Ende war, fand Hermine ihre Eltern auf Anhieb und stellte ihr Gedächtnis wieder her. Daraufhin kehrten sie nach England zurück und nur wenige Jahre später bekamen sie sowohl einen neuen Schwiegersohn, Ronald Weasley, als auch Enkelkinder, Rose und Hugo. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir bitte gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.